Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem Teil 2 Folgevideo zu meinem Wampel-Video mit dem Namenstrick, der ja anscheinend nicht ging. Leider. Und es gab jetzt noch ein paar andere Theorien, ein paar andere Meinungen in den Kommentaren. Und zufälligerweise. Was ist da gekommen? Krassler. Und zufälligerweise habe ich in meinem Video alle Theorien unterlegt. Unbewusst. Eine Theorie war, dass alle Männchen zu einem werden und alle Weibchen zu dem anderen. Und ich habe zufällig in meinem Video ein Männchen und ein Weibchen entwickelt und die sind beide zu demselben geworden. Also Theorie schon mal falsch. Andere Theorie, die war eigentlich sehr interessant. Also es gibt ja zwei Fast Attacks, zwei schnelle Attacken. Die eine ist Käfer, die andere ist normal Tackle. Und wenn es die eine kann, dann wird zu dem einen und wenn es die andere kann, dann zu dem anderen. So könnte man es auch steuern mit TMs. Aber zufälligerweise in meinem letzten Video auch diese Theorie zerstört. Und zwar hatte einer davon Tackle und der andere eine Käferattacke. Und beide sind zu demselben geworden. Also die Theorie auch leider falsch. Dann gibt es noch die Theorie mit Tag und Nacht. Es gibt so viele Berichte von Leuten, die zum Beispiel den Namenstrick verwendet haben und dann beide bekommen haben. Zufälligerweise. Sprich, die haben beide zur selben Zeit bekommen. Also schaltet da die Tag- und Nacht-Theorie auch aus. Und ich habe auch letztens mal einfach so 10 Stück hintereinander entwickelt. Da kamen auch unterschiedliche raus. Ich habe einfach keine Gemeinsamkeit gefunden zwischen denen. Weder die Attacken, noch das Geschlecht, noch Tag und Nacht. Einfach gar nichts. Vielleicht gibt es einen Trick mit Gen, wenn überhaupt. Namenstrick. Viele meinten, ich soll das Maike nennen, aber ich habe euch das schon gesagt. Maike ist Deutsch. Nur im Deutschen heißt die Maike. In allen anderen Ländern, Amerika, Japan, Italien, Frankreich, heißt die nicht Maike. Und Psyana zum Beispiel haben wir Sakuga genannt. Klingt das Deutsch für euch? Sprich, man kann das einfach nicht eindeutschen. Vielleicht hat es bei ein paar geklappt, aber das ist echt Zufall. Aber Maike funktioniert auf jeden Fall nicht. Aber ich habe jetzt 5 Wampel. Der einzige Weg jetzt, YOLO. Einfach so auf gut Glück hoffen. Was anderes bleibt mir nicht mehr übrig. Und euch leider auch nicht. Sprich, ich versuche jetzt einen 100er Papinella zu bekommen und Pudox. YOLO. Was anderes kann ich nicht machen. So. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich habe 4 Versuche, also jetzt kriege ich irgendeinen. Das ist egal. Weil den habe ich ja noch nicht. Oh, Pudox. Nee, nee, nicht Pudox. Papinella. Der wird zu Papinella. Und dann habe ich 4 Versuche, um jetzt den anderen zu bekommen. Den dunklen. So, 100% Papinella. Und Papinella ist, glaube ich, auch ein neuer Dex-Eintrag. So. Zeige euch dann noch die AV, damit ihr seht, dass der überhaupt 100 hat. Bam. Okay. So. Könnt sehen, er hatte die Käferattacke. Und war ein Weibchen. Also sie hatte die Käferattacke und war ein Weibchen. HP Attack, Defense 100. Okay. Ach, ich hasse diesen Bug. Das ist immer raufspringen. So. Zweites Bombe. Auch Weibchen. Auch die Käferattacke. Power Up? Nein. Evolve. Haben wir Glück? Werde ich nur einen Versuch brauchen? Dun, 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 dun. Die Spannung steigt. Und nein. Es ist der Falsche. Was will ich mit dir, Mann? Geh weg! Es hatte dieselben Daten wie der andere. Es war weiblich und hatte die Käferattacke. Also das hat nichts zu bedeuten. So. Zweiter Versuch. Auch weiblich, auch die Käferattacke. Wieso will ich immer auf Power drücken? So. Komm, gib mir den dunklen. Gib mir den dunklen. Aha! Da haben wir's. Schau, und da seht ihr es. Es hatte wieder dieselben Werte. Weiblich und die Käferattacke. Und trotzdem ist es zum Dunkeln geworden. Und es ist Tag. Alle drei Theorien zerstört. Keine davon funktioniert. So. Bam. YOLO. Das ist das Einzige, was man machen kann. Jetzt habe ich Pudox und Papinella. 100. Geschafft. Und neuer Dex-Eintrag müsste das auch sein. Aber leider schade für alle, die nur ein oder zwei haben und das irgendwie kontrollieren wollen.
Also vielleicht gibt es echt irgendeinen Trick, den man noch herausfinden muss. Irgendwie so 10 Kilometer gehen, 20 Kilometer gehen und dann den Namen verwenden. Aber bisher gibt es noch keine Theorie. Bisher gibt es echt nur YOLO, das was ich hier mache. Und... okay, toll. So, da haben wir's. Pudox und Papinella. Und einen weißen Klumpen habe ich jetzt einfach so. Das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr noch weitere Theorien habt. Ich werde die austesten für euch. Aber ich glaube leider nicht, dass es irgendeinen Trick gibt. Man muss einfach so wie ich Risiko und auf gut Glück hoffen. Hat zum Glück bei mir beim zweiten Versuch dann geklappt. Ein Fehlversuch, aber hätte auf jeden Fall schlimmer kommen können. Und ich hätte fünfmal hintereinander denselben bekommen. Was sogar einigen passiert ist, die ich kenne. Aber mir zum Glück nicht. Keine Leiden heute. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.